Ich glaube, die Cam kann deswegen nicht so gut zoomen, weil die so viele verschiedene Sachen sind in verschiedenen Abständen. Ich, mein Stuhl und das Zeug im Hintergrund. Ne? Meine Haare sind aber auch so wack, Alter. What the fucking hell, Mann? Ich muss echt mal wieder zum Friesen, Man. Zum Friseur. Zur Friseurin. Aber ich bin auch legit erst vor knapp 2 Stunden aufgestanden. Und morgen mache ich auch nichts. Alter, was ist denn mit meinen Haaren? Ja, moin. Gut, jetzt muss ich wieder Hände waschen. Also. Fertig sind dafür. Und wir wollen ja nicht Matzes Karten beschmutzen. Also wir wollen nur, dass er Schmutz hat, aber nicht, dass ich sie beschmutze, sondern dass Konami sie beschmutzt hat. Ja? Ich halte sogar die Box extra falsch rum für böses Karma. Nein, Spaß. Also, 7:30, was ist denn mit dir los, Alter? Ich war erst um 11 wach. Ja, 11, 11, halb 12. Aber ich war gestern noch bis 3 Uhr wach, also. Ne? Ne, 4 Uhr sogar. Stimmt. Gut. Muss noch was arbeiten am Vormittag. So, wir öffnen jetzt Matzes Tin. Ich wiederhole, Matzes Tin, das ist nicht meine. All die Karten, die jetzt hier sollten, möglichst scheiße sein. Außer Forscherin, weil Matze braucht die. Und es wäre natürlich sehr geil, wenn er eine Forscherin hätte. Aber, ja. Natürlich, nur Quatsch. So. Ah ja, falsch rum. Let's go. Den zweiten Deckel würde ich vielleicht darüber legen. Ich bin gerade wie Jay, ich fühle mich ungerecht behandelt. Ja, passiert, passiert, aber du hast ein Virus. Wir haben uns quasi jahrelang ungerecht behandelt gefühlt. So, dann. Das erste Pack, meine Freunde. Das erste Pack der letzten Tin, die ich für Matze gekauft habe und auch selber besitze, beziehungsweise meine letzte Tin insgesamt, das letzte Opening, das ich wahrscheinlich mit Tin auf Entenvierteln machen werde, da ich jetzt eh alles habe, was ich brauche. Ja. Ich denke mal, ich habe einen sehr guten Abschluss geschaffen. So, da man sieht die. Ey Leute, erzählt mir nicht, dass ihr nicht die Prismatic Secret sehen könnt. Ihr seht doch, die eine mittlere Karte ist dunkler als die anderen. Also finde ich. Das ist die Prismatic. Das ist so weird. Warum haben die das so gemacht? Das verstehe ich nicht. Naja. Jetzt eine Schisma und die wird mir geschenkt. Ein Mini hab Crosser gezogen. Ja, also Schisma würde ich dir schenken. Ja. Und Forscherin würde ich Matze nur verkaufen. Nee, das ist ja jetzt eh Matze seine Karten. Alter, ich muss gerade kurz, ne? Salz, 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 Salz. Gut. Wir gehen einmal mal ganz beliebig die Common durch, meine Freunde. Die Commons. Die Commons. Commons. Die Commons, Alter. Ja, Dogmatiker. Begegnung. Der Zoom ist wieder nicht am Stissel. Kann ich eigentlich auch. Ich könnte auch mit links halten und mit rechts die Karte unternehmen, ne? Das ist für mich, glaube ich, ein bisschen angenehmer. So, Dogmatiker Begegnung, Facecam. Danke. Okay, das geht auch viel einfacher, merke ich gerade. Einlösbarer Krug. Am Ele Ritter Maugis. 1 oder 8. Ich bin immerhin jemand, der die Karten richtig vorliest, by the way. Aber warum bin ich wieder so leise? Hallo? Sternbefreier Resonanz. Gerümpel Schlaf. Hab nichts mit dem Gerümpelthema zu tun. Frohlierendes Frohlocken. Okay, was ist das denn für eine Karte? Okay, mit ihr kann man Karten ausgraben. Wow. Die Karte frohlockt mich. Hexbergerin Jenny. Ja, das ist natürlich tatsächlich ein geiler Common Print, aber leider habe ich die Karte schon.
Google der Kraftladeoger. Zoom. Zoom. Meine Hand stirbt ab, aber hey. Zoom. Alter, leck mich doch am Arsch. Kamera sagt nein, es ist halt wirklich so. Oh, noch ein Fun-Fun. Nett. Reitern Gamma L-Tanin. Wir sind jetzt bei den Super Rares. Melfi des Waldes. Fairy die Dönisblüte. Die würde ich dir auch abnehmen. Dogmatiker Theorie Eisenfaust. Und Fallgrube des Totengräbers. Alter, die würde ich dir auch abnehmen. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Fallengarde, actually, für Trap Tricks. Oder auch generell, aber in Trap Tricks kann man die halt am besten spielen, logischerweise. Ja, nett. Schon, bis jetzt ganz solide. Kann man nicht, meckern. Schau mal, ob ich noch Hüllen habe für deine geilen Karten. Boah, natürlich große Hüllen. Okay, die ist ein bisschen zerkratzt, aber das ist egal. Da ist eine kleine Hülle. Scheiße. Das ist so eine Seitenhülle, Alter. Diese Seitenhüllen sind übel scheiße eigentlich. Ich dachte erst, die wären voll krass. New, aber die sind einfach nur weg. Oh Mann, wieso habe ich keine großen Hüllen? Hallo. Da. Also ich hätte schon noch welche, aber ich will ja die Verpackung nicht aufmachen. Oh, eine weitere Dogmatiker-Karte. Yep. Eine, die Marco noch nicht hat. Ich weiß nicht mal, ob man die spielt, aber ist ja Wayne. So. Dann, nächstes Pack. Die Commons nach unten, die Rares nach hinten und die Prismatic vor den Ultras. So. Ja, haben wir direkt noch eine Melfi Mami. Ja, das ist eine der Kategoriekarten, die man einfach wegschmeißt, sobald man drei Stück hat. Oliver, Tobener Kampfpanzer, Serberino, Melfi Verstecken, Melfi Welpi, Puffinesse, der taktische Fallen, Stille Flammenlieder, Ritter Ogier, Regenbosu, Leitbogen, Lightcraft, Usari Etignister, Katze mit neuen Leben, Glockenträger, Kampfflugzeug. Und dann haben wir als erste Rare den Jiu Jiu. Der ist ganz cool. Wir haben die schwere Vorwärtsverlegung als Super Rare. Die zweite Super Rare ist der Künstlerkumpel Drehsoldat. Dann haben wir als erste Prismatic Secret Rare, meine ich, Dogmatiker Ashian. Und dann haben wir als erste Ultra Rare Steinbefreier Forscherin! Woo! Matze, du geiler Ficker! Einfach eine Forscherin gezogen. Sehr, sehr schön. Und dahinter Island. Ja, Matze, du hast es eigentlich gar nicht verdient, aber du hast sie bekommen. Eine steinbefreie Forscherin. Wer hätte das gedacht? Nach, keine Ahnung, nach 18 Tins quasi. Schon eine coole Karte, definitiv. Ich hasse den Typen. Ja, ohne Scheiß. Freundschaft gekündigt einfach.
Zwei Crows aus, alle Karten, die er will. Und eine Forscherin. Ja, man kennt's. Ja, mei. Das ist es halt. Nächstes Mal hast du wahrscheinlich mehr Glück, Marco. In dem nächsten Dings. So, machen wir wieder den Schmarrn und den Schmarrn. So, letztes Pack. Hoffentlich keine Crowsoul. Ansonsten aber eine weitere Dogmatik, wie die wie jetzt siebenmal haben. Ja, okay, aber ich weiß nicht, ob man die überhaupt spielt. Also, ich weiß nicht mal, ob Marco überhaupt seinen Dogmatiker in seine Shadow reinspielen will, weil Shadow ist halt immer noch das stärkste Deck. So, warum sollte er es changen? Never change a running system. Ja, moin, noch ein Pinguin. Draschbär, Lampe, ich habe keine Ahnung, was das für eine Karte ist. Oh, ich glaube, ich suche nicht, weil ich davor stehe. Ne? Mit meinem T-Shirt. Genau. Perialis, Kaiserin der Blüten, Gerümpelschlaf, magischer Makler, Dogmatiker Nation, Linkausbruch, Tai-Schlag, Finsternis Templar, Ad Ignister, Jacko Bowlen, Laternenhai. Entbehrlicher Gerätebenutzer. So, dann haben wir Stadt der Virtual Kovalon als Rare. Das wäre natürlich ziemlich geil. Dann kann ich die upgraden. Schwerkraftbeherrscher. Auch eine recht gute Karte tatsächlich als Super Rare. Artilleriekatapult Schildkröte. Drachenmädchen Suha. Die nehme ich dir gerne ab. Hallo, der Zoom. Und Achi Ad Ignista. Und als letzte Karte. Ich fass es nicht. Er kriegt echt noch den Chaos-Herrscher. Alter, ich fass es nicht, Mann. Und das ist nicht meine. Wie kann man so einen Lack haben wie der Typ, ne? Alter. Ich dachte kurz, ist nett, ist geil, er hat die Forscherin und keine Crossout. Und dann hat er einfach den scheiß Chaos-Beherrscher. Generischer Achter. Wenn er gesynchron will, kannst du die obersten 5 Karten deines Decks ausgraben. Und wenn du das tust, kannst du dann ein ausgrabenes Licht oder Finsternismonster hinzufügen. Der Rest wird auf den Friedhof gelegt. Dann kannst du ein Lichtmonster und ein Finsternismonster in deiner Hand und oder deinem Friedhof verbannen. Außer die Karte. Beschwöre diese Karte von deinem Friedhof. Einfach sie, wenn du das Spiel verlässt. Nett. Also er hat einen Mill-Effekt mit quasi Ausgraben, Schrägstrich Search. Und ja, hat noch einen Revival-Effekt. Du brauchst dich nie wieder bei mir belegen, schreibt Marco. Ja, also, Matzes Karten sind schon mal sehr pock eigentlich. Muss man ihm lassen, tatsächlich. Neben den zwei Crossouts und den, keine Ahnung, was für Karten er noch alles bekommen hat, hat er einfach mal so richtig nette Gestalten wie die Forscherin, den Chaos Ruler und die Falle des Totengräbers bekommen. Alles geile Karten, definitiv. Den Chaos-Herrscher würde ich natürlich gerne behalten, aber darf ich nicht. Suha hätte ich gerne. Und Kaolon wirst du mir wahrscheinlich schon geben, weil was willst du damit? Ist halt für mich auch nur eine Aufwertung. Dann haben wir die Forscherin, das Ailan, Ashian, Drehsoldat, Vorwärtsverlegung und Jiu-Jiu. Ja, das ist halt sogar das ist actually das Schlechteste. Also die Forscherin ist natürlich geil, aber der Rest ist halt Schmutz. So, Falle des Totengräbers, Dogmatiker Theo, die Fairy Jett, Melfi des Waldes, Gamma-Eltern von Dreitrauen und Fanfan. Du hast in jedem eine Virtual World Karte. Als Rare nett. Naja. Aber ist schon cool. Adrian Luck in Ghostrun Pass, Matze Luck in Athen, ich Luck in Golden Eldorado. Maybe. Maybe, vielleicht. Wäre ausgleichende Gerechtigkeit. Dann ziehst du einfach Mascarena. Für mich die Chambermaid und noch mehr. Also es wäre schon ganz cool. Ja, ich bedanke mich. Das war der Stream. Das ging recht fix. 14 Minuten diesmal nur, lol. Das andere waren, keine Ahnung, 30 Minuten Vorbereitungszeit oder was. Ja, Matze, die Karten sind natürlich für dich, aber ich hätte natürlich auch gerne noch ein paar von diesen Karten. Vielleicht machen wir das dann nochmal. Also wir machen das nochmal intern aus, dass ich dir da ein paar Karten vielleicht abkaufe oder was auch immer. Beziehungsweise, ja, von einem Preis erstatte. Und ich bedanke mich, Freunde.
Wir sehen uns entweder heute Abend, Marco und Matze. Wir sehen uns nächstes Wochenende oder wann auch immer. Und ja, danke fürs Einschalten an auch alle anderen Zuschauer. Und ich wollte eigentlich jetzt Life is Strange zocken, aber irgendwie habe ich doch nicht so Bock. Ich bin gerade voll im Yu-Gi-Oh!-Modus. Vielleicht gönne ich mir jetzt einmal. Ich glaube, ich mache heute einen ruhigen, weil heute Abend gehen wir eh steil. Und ja. Wenn ich später vielleicht nochmal streame, dann kriegt ihr nochmal Bescheid. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Haut rein. Bis zum nächsten Stream, der wahrscheinlich sogar morgen stattfinden könnte. Morgen Abend oder was auch immer. Morgen Nachmittag, Abend, wie auch immer. Ja. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bye.